Die Zukunft ist passwortfrei. Zumindest wird das seit der Einführung von Passkeys behauptet. Aber was sind Passkeys eigentlich? Was bringen sie dir und wie kannst du sie jetzt mit 1Password nutzen? Lass mich all diese Fragen mit einem einfachen 1Password Passkeys Tutorial beantworten. Aber bevor ich anfange, möchte ich dich daran erinnern, dieses Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren, um noch mehr aktuelle Cybersecurity-Inhalte auf Deutsch zu erhalten. Vielen Dank. Alright, was ist Passkey? Einfach ausgedrückt bieten Passkeys eine passwortfreie und unkomplizierte Möglichkeit, auf deine Konten zuzugreifen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Passwörtern oder Zwei-Faktor-Authentifizierungscodes verwenden Passkeys den von dir gewählten privaten Authentifikator, zum Beispiel dein Smartphone, Tablet oder PC. Die Schlüssel basieren hier auf biometrischen Merkmalen wie Finger-ID, Gesichts-ID oder einer einfachen PIN-Nummer, um dein Konto zu authentifizieren. Anstatt dir also ein 30 Zeichen langes Passwort zu merken, kannst du deine Identität zum Beispiel ganz einfach mit deinem Handy bestätigen. Aber gut, wie funktionieren Passkeys genau? Ein Passkey besteht aus zwei kryptografischen Schlüsseln, einem öffentlichen Schlüssel, der auf der Website oder in der Anwendung registriert ist, und einem privaten Schlüssel, der sicher auf deinem Gerät gespeichert ist und niemals mit anderen geteilt wird. Diese Schlüssel werden ausschließlich bei der Registrierung deines Kontos generiert. Und wie benutzt man Passkeys dann beim Einloggen? Naja, die Schlüssel werden gepaart und authentifizieren deinen Zugang, ohne dass herkömmliche Passwörter oder Zwei-Faktor-Codes benötigt werden. Dieser innovative Ansatz erhöht die Sicherheit, da sensible Informationen lokal gespeichert werden und die Risiken, die mit zentralisierten Passwortsystemen verbunden sind, minimiert werden. Ein herkömmliches Passwort zu stehlen geht heutzutage ja leider in Sekundenschnelle. Aber dein Handy hast du ja wahrscheinlich rund um die Uhr bei dir. Okay, lass uns jetzt mit dem 1Password Passkeys Tutorial beginnen. Und falls du noch gar kein 1Password Abo hast, habe ich unten natürlich auch wieder meine Rabattlinks hinterlassen oder du benutzt einfach den eingeblendeten QR-Code. Schnapp dir also einfach eine der besten Passwortmanager-Apps mit dem besten Deal und lass es uns angehen. Um mein Passkeys-Tutorial exakt nachvollziehen zu können, solltest du die Desktop-Version im Browser verwenden oder Apple-Mobilgeräte mit iOS 17 und höher nutzen. Leider ist die Passkey-Funktion für Android-Nutzer mit älteren Geräten derzeit nicht verfügbar, da sie Version 14 oder höher benötigt. Also, um deine ersten 1Password-Passkeys zu erstellen, kannst du entweder ein bestehendes Passwort umwandeln oder ein neues Konto auf einer Website erstellen, die diese Funktion unterstützt. Wenn du ältere Passwörter in Passkeys umwandeln willst, kannst du mit dem Watchtower-Tool feststellen, welche deiner Passwörter diese Änderung unterstützen. Dann kannst du sie bearbeiten und mit ein paar Klicks in Passkeys umwandeln. Okay, sehen wir uns mal an, wie du einen neuen Passkey erstellst. Gehe auf eine Website wie Amazon oder Apple und erstelle dort ein Konto. Kurzer Hinweis, bei einigen Websites musst du dich zuerst noch wie gewohnt mit einem Passwort anmelden und noch nicht jede Website unterstützt derzeit Passkeys. Aber sobald du einen Passkey auf der Website erstellt hast, fragt 1Password, ob du ihn speichern möchtest. Wenn du dich schon mal bei dieser Website angemeldet hast, kannst du wählen, ob du den Passkey als separates Element speichern oder das alte Passwort überschreiben möchtest. Nachdem du einen Passkey für eine Website gespeichert hast, übernimmt der Passkey Passwortmanager nahtlos den Anmeldeprozess. Melde dich also zunächst mal von der Website ab und folge dann den Schritten, um dich mit einem Passkey wieder anzumelden. In der 1Password Benutzeroberfläche klickst du dafür einfach auf Anmelden neben dem gewünschten Passkey aus der Liste. Bei Bedarf kannst du auf den Passkey zugreifen, indem du auf das 1Password Symbol im Feld für den Benutzernamen klickst und das Login-Element auswählst, das den Passkey enthält. Auch das Löschen von Passkeys in 1Password ist super einfach. Suche dafür einfach das Login-Element, das mit dem Passkey in der 1Password-App verknüpft ist, und klicke oder tippe dann auf Bearbeiten. Anschließend auf den roten Kreis neben dem Feld für das Passwort und klicke oder tippe auf Speichern. Für den Fall, dass dein Login-Objekt gar kein Passwort hat, kannst du das gesamte Objekt auch löschen. Und es ist wichtig zu wissen, dass das Löschen eines Passkeys in 1Password nicht aus deinem Konto auf einer Website oder einem Dienst entfernt. Du müsstest also die Schritte befolgen, die auf der jeweiligen Website angegeben sind, um sicherzustellen, dass der Passkey auch dort gelöscht wird.
Wenn du aus irgendeinem Grund 1Password nicht zum Speichern oder Anmelden mit Passwörtern verwenden möchtest, kannst du diese Funktion auch ganz einfach deaktivieren. Öffne und entsperre 1Password dazu in deinem Browser. Klicke auf 1Password in deinem Browser-Menü, wähle Einstellungen, Autofill und deaktiviere dann Speichern und Anmelden mit Passkeys anbieten. Nachdem du jetzt weißt, was Passkeys sind und wie man sie benutzt, die Frage, sind sie wirklich die Zukunft und ist der Kampf Passkey versus Passwort schon gewonnen? Tja, vielleicht noch nicht ganz, aber Passkeys werden mit Sicherheit die alte und klobige Art des Einloggens ersetzen. Mein Lieblingsgrund für die Verwendung von Passkeys ist, dass ich mir keine langen random Passwörter mehr ausdenken muss, denn jeder einzelne Passkey kann als starkes Passwort angesehen werden, da ja in der Regel nur ich selbst Zugang zu meinem ausgewählten Gerät habe. Es ist also immer noch ein komplexer Prozess, aber jetzt liegt das Ganze nicht mehr bei mir, sondern die Websites und 1Password übernehmen die ganze Arbeit. Sehr schön. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Auswendiglernen von Passwörtern, denn auch damit ist jetzt Schluss. Das Beste daran ist, dass mein privater Schlüssel nie an die Website weitergegeben wird, bei der ich mich anmelden möchte, sodass ich mir keine Gedanken über die Sicherheitspraktiken der Website selbst machen muss. Selbst wenn mein öffentlicher Schlüssel gestohlen wird, kann er nicht verwendet werden, um Zugang zu meinem Gerät zu erhalten. Passkeys sind außerdem auch noch ein starker Schutz gegen Phishing- und Social Engineering-Angriffe. Die meisten Bedrohungsakteure erstellen ja bekanntlich Fake-Websites, um uns dazu zu bringen, uns einzuloggen und unsere Daten preiszugeben. Aber da es sich dabei um gefälschte Websites handelt, können sie nicht den gleichen Autorisierungsprozess auslösen, sodass wir weiter auf der sicheren Seite sind. Das ist vor allem für technisch weniger versierte Nutzer nützlich, die ein hohes Risiko haben, auf gefälschte Websites reinzufallen. Alright, vielen Dank, dass du dir mein Passkeys-Tutorial angesehen hast. Wenn du Fragen oder Meinungen zu Passkeys oder 1Password hast, trau dich ruhig und hinterlasse unten einen Kommentar. Unsere besten Rabattlinks findest du wie immer in der Videobeschreibung unten oder jetzt auf dem Screen. Vergiss nicht, dieses Video zu liken und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal.